Ja, ist denn schon wieder Weihnachten, liebe Freunde? Willkommen zurück zu Elden Ring. Ja, nur weil der so aussieht, okay? Es müsste jetzt, also egal, wie viel der Part das ist. Ich darf spielen, weil Liam und Döner, ja, ist der vierte Part, das darf ich. Seit kurzem will ich mich grüßen. Auf jeden Fall. Ja, hallo auch von mir. Ja, ihr zwei Kaspern, ihr habt's vergessen, wie man richtig aufnimmt und wie die gute Reichweite von einem Mikrofon zum Gesicht sein muss. So, wir machen mal kurz Pause. Man hört euch nämlich nicht. Und deswegen gibt's hier einen kleinen Zusammenschnitt der Ereignisse und ich habe mir noch meinen Experten an die Seite geholt, der das mit mir nachkommentieren wird. Ich sage ganz herzlich willkommen, der Schädel aus Folge 3. Hallo Timo. Ja, guten Tag. Jetzt bin ich wieder da. Genau. Und dann schauen wir mal gleich rein ins Gameplay, oder? Ich würde sagen, ja. Du hast Ton? Ich habe Ton. Also ich höre die beiden Kaspern, beziehungsweise jetzt halt wahrscheinlich nicht mehr. Ja, man hört sie nämlich nicht. Und ich habe hier gleich mal am Anfang exemplarisch mal ein Beispiel, und wie wenig man hört. Da dachte ich mir, ich könnte das jetzt probieren. Man sieht eindeutig, dass Stefan redet hier, aber man hört nichts. Und ich habe auch diesen Ausschnitt gewählt, weil er so blöd schaut. Der Mundi auf der anderen Seite hervorragend rausgepasst. Ja. Mit Haargel sitzt der da. Ja. Also sexy as fuck, sag ich nur. Ja, Stefan braucht. Ich glaube, der braucht eine stärkere Brille. Aber was macht denn? Also ihr seid oder also, die beiden. Das ist jetzt nur der Test, also beziehungsweise dieser Beispielsausschnitt, so 30 Sekunden, dass wir wirklich. Ja, ich würde sagen, ich probiere es jetzt an. Ja, aber wir können aber jetzt überreden, was er macht. Genau, also es hat angefangen damit, dass es Stefan spielen hat dürfen und er hat sich gesagt, er geht mal dahin, wo er schon war. Nämlich ins Grab eines Randvolkshelden. Und da sehen wir jetzt schon, wie das Gift hochtickt. Genau. Weißt du, was ganz wichtig ist an dieser Stelle? Er darf nicht rollen. Ja, und er darf auch nicht gegen Sachen rennen. Und wir haben es. Nee, tatsächlich. Genau, deswegen hier versuchen wir zwei gleich. Ja, weil du bist in diesem Game. Moment, jetzt hier genau mal. Hier. Da muss ich vielleicht nochmal zurückspielen. Hier die wichtigste Stelle jetzt. Mundi sagt es nämlich sogar. Geh mal näher hierher, weil du bist zu weit weg fürs Mikro. Und der Stefan bewegt sich einen Millimeter nach vorn und es macht keinen Unterschied. Ja, aber darf ich jetzt mal wirklich gute Meinung dazu abgeben? Ja, bitte. Wir sind jetzt hier gleich im ersten. Wir können passieren. Schauen wir uns die Szene noch kurz an. Achso, ja, das sehe ich. Ja. Oh, folgendes. Es gibt in Dark Souls das gute Gift. Und Hitboxen in Dark Souls sind nicht die gleichen wie in Elden Ring. Und die in Elden Ring sind 100-mal besser. Heißt, wenn ich durch Gift laufe, baue ich langsamer Gift auf, als wenn ich durch Gift rolle. Weil wenn ich rolle, dann habe ich den ganzen Körper im Gift. Und wenn ich nur durchlaufe, habe ich nur die Füße drin. Also das ist wirklich ein gutes Game Design. Jetzt pass auf, es geht noch weiter. Wenn du die Klamotten, nachdem du durchs Gift gerollt bist, ablegst, dann tickt es nicht so schnell nach hoch. Ja. No joke. Das war. Und deswegen bist du der Experte. Ich bin froh, dass du hier zu Gast bist. Weiter geht's. Genau. Wir haben in dem Gang zwei Probleme. Erstes Problem, Gift. Man kann da durchrennen, ganz normal geht. Genau, jetzt ist der Mundi ist da hingerennt, hat sich geschafft, ohne Gift einzufangen und dann. Ja, der Mann dreht um. Das war, glaube ich, das ist fast ungeschnitten gewesen, das war der kürzeste Auftritt vom Mundi, den ich je gesehen habe. So, also Stefan hat es dann nach vielen Kämpfen endlich runtergeschafft und steht vor der nächsten Kante. Ja. Und was er nicht erwartet. Ich kann mir denken, was passiert. Ja. Oh ja. Weil er hat vergessen, dass es ein Souls-like-Game ist. Und man sieht es an seinem Blick. Er ist hart getroffen. Okay, aber sie probieren es nochmal, sehe ich. Ja, der Mundi hat es dann. Und die sind jetzt viel weiter. Genau, eine Einkerbung. Und. Ich sag, die kommen nicht bis unten durch, weil. Genau. Genau. Die Strecke ist zu kurz. Willst du den Trick wissen? Nee, will ich gar nicht wissen, will ich mich nicht spoilern lassen. So. Ah, okay. Dann ist entschieden worden, ja, okay, wir lassen das jetzt. Wir gehen zurück. Stefan, also ich sag nochmal, die Ausbeute. Die Ausbeute ist gar nichts an dieser Stelle. Okay, nichts an dem Kampf, nicht mal das Item.
Nicht mal das Item haben sie aufgehoben. Die haben gerade nur Zeit verschwendet und Tode geholt. Ja. Das waren die ersten 20 Minuten in der Aufnahme. Mhm. Dann, Stefan hat anscheinend noch Probleme, sich Ortsnamen zu merken, weil er wollte da gar nicht hin. Wo wollte er hin? Weiß nicht, er hat auch 4 Anläufe gebraucht, um überhaupt zu diesem Randvolksheldengrab zu kommen. Ja, und dann nach kurzer Überlegung, ob man dann doch nochmal den Baumwächter versucht, haben sie sich entschieden, na, wir gehen mal runter und dann sind sie auf den Kollegen getroffen. Und den ganzen Fight haben wir jetzt in doppelter Geschwindigkeit. Ja, sieht ja gut aus. Man hat zwar keine Blutung auf dem Schwert. Das ist auch immer noch das Startschwert. Nicht geupgradet, hoffe ich. Plus 1 geben. Ah, okay. Dass sie wissen, dass man upgraden kann. Ja. Und ja, generell kein schlechter Fight. Nee, der Steffen spielt das auch ganz gut. Ich bin konzentriert, das kann er ja. Ein bisschen zu viel leichter Angriff sind es mir. Ja, allgemein nee, muss man auch sagen, die beiden, ich möchte ja auch nicht spoilern für die beiden, die werden das Video anschauen. Mhm. Deswegen die aber entscheidende Mechanik, wie Elden Ring wirklich funktioniert, die haben sie beide. Ah, die andere entscheidende Mechanik. Und was man dann später in der Folge sehen wird, zumindest mal ein bisschen Pferde arbeiten. Das kommt dann noch. Das ist die Adventure hier, das war die letzte Flask. Der Mann ist 1000 Seelen wert, sag ich nur mal. Ja. Eigentlich nicht einmal so viel, wenn man das jetzt bedenkt. Da rührt sich relativ wenig. Freunde hat man auch nicht dabei, da spielt die Kamera ein bisschen dumm, aber ja, schöner Fall. Naja, auch nicht, was ich da jetzt kommentieren soll noch kurz. Ein bisschen stampfen, ein bisschen topfen, ein bisschen ausweichen. Ja, ich wollte einfach mal, ich wollte nicht alles so zerschneiden, ich wollte ein bisschen. Ja. Bisschen die letzte Flasche ist aber weg. Prozesse natürlich geben. Ja, der ist noch bei halbem Leben, ich krieg das wenigstens ein Hit jetzt noch. Schauen wir uns das mal an, wo das Erforschen der Welt aufhört. Aber Block. Nee, man muss auch dazu sagen, ich glaube, das war die erste Aufnahme nach dem Update. Und läuft's besser? Das läuft deutlich besser. Ah, den Angriff kenne ich noch nicht mal, wo er so lang ausholt. So. Wir wechseln wieder Spieler. Und jetzt sieht das, der schnappt sich jetzt die helle Bade und macht das gleiche auch. Hochmotiviert eigentlich. Nochmal deutlich aggressiver Stefan hier an der Stelle auch. Ja. Alles lässt sich der Riese nicht gefallen. Was ich mir halt wünschen würde, dass man nicht in jedem Gegner, der, oh, der könnte stark sein, reinrennen, sondern sich einfach mal so denkt, bisschen links, bisschen rechts, bisschen forschen. Ja, das ist. Wir haben die beiden zu wenig Open World. Deswegen haben wir ja auch mittlerweile schon über 10 Tote nur beim Baumwächter. Und gleich 2 bei den Riesen. Nee, es gibt noch einen bei den Riesen, den wir in der allerersten Folge sind. Und dann sind wir bei 3. Ja. Weiß ich nicht, was sie sich da gerade erhoffen davon. Dass sie wissen. Aber sie haben den Gegnertypen schon mal gemacht, tatsächlich auch. Ja, ja, da ist der Stefan ganz genau gescheitert dran. Die wissen also nicht, wie viele Seelen da gibt. Also Runen. Oder ob es noch vielleicht irgendwas anderes, dass der. Genau, also die wissen. Gut, sie sehen, es ist kein Bossbalken da. Ja. Und was ich sagen kann. Wir haben ja auch gesehen alles. In Folge 2, dieser Gegnertyp läuft sehr oft. Ah, da wart ihr schon oben, okay. Ja, genau. Was ihr in Elden. Was ihr in. Der Elden Ring, was man wirklich sagen kann, alles, was irgendwie einen Bossbalken hat, droppt auch ein Item. Was keinen Bossbalken hat, droppt auch kein Item. Ja, und dann? Also der Stefan dacht, nee, ich lasse ihn jetzt stehen und mach das, was du gefordert hast, ist einfach vorbeigeritten. Mhm. Und dann setzt er runter zum Strand. Und jetzt kommt eine Stelle, die ich sehr schön fand, weil man einfach, also ich habe viel davon rausgeschnitten, weil das 5 Minuten lang geht. Ah, aber ist das Timing, oder? Nee, nein, rennt er nach oder er rennt nach? Er rennt nach und die haben überhaupt keine Ahnung, was das ist. Also der rennt da wirklich 3 Minuten lang hinterher.
Ja, ich hab auch. Also bei mir waren halt zum Glück die Markierungen da. Moment, er hat jetzt aufgehört einfach und ist weg? Nee, da hab ich rausgeschnitten. Da folgen jetzt 10 Minuten, wo einfach nur vom Strand rauf und runter geritten wird. Links, rechts, rechts, links. Bis irgendwann mal den Händler hier entdecken. Den habe ich drin lassen, falls der später mal relevant wird, damit man. Ja, was weiß, kauft man denn bei dem? Glauben Sie mir auch. Großteil rausstellt, dass man natürlich Anti-Gift ist hier. Genau, er hat zwei nette Tipps. Schauen wir mal, was sie kaufen. Glaube, ich habe da auch den Großteil. Genau, er hat zwei tolle. Und Luftblick. Ja. Jetzt wieder Pause. Genau. Dann folgen nochmal 10 Minuten einfach nur am Strand rumrennen, bis man dann irgendwo gesagt hat, nee, die ist nix. Die Höhle hat man übersehen. Da gab es eine Höhle? Da gibt es eine Höhle, ja. Ich weiß. Da ist auch ein kleiner Bossfight drin. Und wenn man dann hinten aus der Höhle rauskommt, gibt es eine Überraschung. Aber mehr möchte ich nicht sagen. Gibt auch einen NPC, der sehr prägnant nochmal auf diese Höhle verweist. Ja, stimmt. Genau, und dann sind sie wieder hier oben bei den Ruinen vom Tor. Lass mal laufen. Und jetzt, Stefan geht mit einer Arroganz durch dieses Lager. Was also, ich denke, dieses Lager ist super. Ich liebe dieses Lager. Das ist der absolute Proving Ground. Jedes Mal, wenn du eine neue Waffe hast, dahin teleportieren, einmal ein Durchschnitzel. Aber gleich kommt wieder der Mann mit der Tröte. Genau. Deswegen habe ich das drin gelassen. Das ist so, this moment he knew he fucked up. Aber wirklich, wieder Stefan mit einer Seelenruhe marschiert er da rein. Er marschiert auch. Er schleicht nicht, er marschiert. Ja. Oh, da liegt da sogar noch die Karte. Ja, genau, die kommt auch gleich. Und er stellt sich da hinten und... und laufen. Vor allem laufen. Nicht reiten, laufen. Und man hört, das Einzige, was man in der Szene hört, ist so vom Mundi, nein, geh da nicht hin. Ah. So, noch ein kleiner Reset, die Karte. Kurz überlegt. Und unser Lieblingsfreund. Eine Karte. Digga, was? Warum liegt das da, die Aussage vom Mundi? Der Hartschild, Mann. Eine Frage an dich, nennst du es eigentlich Pferd oder nennst du es, wie nennst du das Tier, auf dem du reitest? In deinem Kopf. Ich glaube, ich habe oft Sturmwind auch im Kopf. Okay. Aber jetzt will ich schon Pferd sagen, auch wenn es also diese komischen Hörner. Ja, bei mir ist es Muni. Das heißt sofort Muni. Okay. Ist es nicht eine Mischung aus Edel und Pferd? Ja. Aber es ist ein bisschen kleiner und deswegen ist es bei mir Muni schon. Ja. Standardmäßig. Ja, nochmal Ansage. Wieder, wir sehen den härtesten PvP-Fight der Welt gegen computergesteuerte Gegner. Hab übelst das Smack-Talk auch wieder hier von Stefan bestimmt gegenüber dem Dude. Aber ansonsten... Also, ich hab's ja nicht gehört. Alles, was der Stefan sagt, hört man nicht. Also, das ist Folge 4 sind wir gerade, oder? Genau. So, dann muss ich... Mist. Am Anfang hat er noch nicht gelernt, aber gleich merkt man, dass er dazu gelernt hat. Kommt und wirklich der, so etwas wie Lernen und Fortschritt. So, und dieser Kasten daneben, der ist ja ganz interessant, oder? Ich hab's gehighlightet hier. Oh, no. Ja, einfach mal offline spielen. Besser für die Erfahrung. Ja. Ist natürlich, und vor allem der Tipp da, ich hab's ausgerechnet, für 0,2 Sekunden für 12 Frames war steht zum Lesen Schatztruhe. Also, wenn einmal ein Nichtfinger-Butthole steht. Macht es auf und rennt instant weg, hat aber gelesen, dass da Schatztruhe steht und geht einfach weg. Ja, zu mir sagt er noch ganz dreist, oh ja, die haben wir schon entdeckt. Naja. Ich also, die haben das Pferd geschnappt und ist gegen die. Ah, die haben ja einen Namen, aber. Das sind Wikinger. Ja, nee, das heißt niemand mit K. Nee, Wikinger. Ja, Samurai-Wikinger. Ich liebe diese Kämpfe, die kommen leider später viel zu selten. Was ich hier ganz schön finde, ist einfach die komplette Planlosigkeit, wie man zu Pferde kämpft. Ja, hinten nachlaufen und rein. Ja, doch.
Verrate ich es zu ihm? Verrate ich zu viel? Also, der Fighter jetzt kommt, der ist auch wieder in eine höhere Geschwindigkeit. Irgendwann wird ihm da auch schlecht. Ich verstehe nicht, warum er so oft hüpft. Ja, ich weiß. Es wäre schön, wenn er hier wäre, dann könnte es uns sagen, aber es wird den Rahmen sprengen. Ja, wir müssen leider in der nächsten Folge zu erschöpft sein. Nee, das wird natürlich so. Ja. Das ist sehr viel Hüpfen. Ja. Das verstehe ich. Irgendwann ist er zu nah ans Lager ran. Und da ist der nächste. Und er hat ihn ja fast down. Nee, das ist das Pferd. Das ist der Lebensbalken vom Pferd. Okay. Das ist auch seiner. Okay. Aber das Pferd lebt noch und der nächste sitzt auf. Das habe ich noch nie erlebt. Ich auch nicht. Wie geil ist das denn? Ja. Und dann kommt noch ein Wolf dazu. Noch ein Berittener. Und es wird weiter gehüpft. Das geht. Irgendwann dazwischen hat er mal festgestellt, oh, ich habe einen Doppelsprung im Pferd. Alter, das ist aber Elden Ring. Das ist Elden Ring durch und durch, dass ich einfach dein nächstes Pferd nehme. Aber es macht ja auch absolut Sinn. Ja, aber ich dachte nicht, dass die NPCs schlau sind. Weil normalerweise sind die halt ja, das ist doppelt perfekt. Also kann man zweimal vor den Gegner springen. Da wird ordentlich gestaggert. Das ist der einzige Nachteil immer auf dem Muli. Jetzt wieder Normalgeschwindigkeit, das heißt, wir wissen, was kommt. Da läuft er. Schade. Ja, wir haben jetzt 4 Folgen, das sind auch ungefähr 4 Stunden, wenn ich das jetzt so grob im Kopf habe. Ja, ein bisschen mehr, aber ungefähr. Ja, und man hier kommt nicht war irgendwas. Nee. Hier war irgendeine Art von Abmod. Man hat es leider nicht verstanden. Ja, dann aber sehen wir uns beim nächsten Mal. Aus. Genau. Die nächste Folge kommt bestimmt. Dann da macht man das Lager. Ja, oder vielleicht mal ein bisschen Progress. In also. Folge 5. Wir hier vom Expertenteam verabschieden uns. Wir also der Experte und das Team. Genau. Auf Wiedersehen. Ciao.